Meine Frage bezieht sich vor allen Dingen auf die von dir angesprochene These, dass die Heteronormativität, die Hegemonie der Heteronormativität abgenommen hat. Und zwar ist die Frage insofern eigentlich recht salopp formuliert, aber neutral deskriptiv gemeint. Machst du das fest? Also ob das jetzt eine empirische Belastbarkeit hat oder eher eine theoretische? Die zwei Kontexte würde ich zu der Frage noch ganz versuchen zu geben. Einmal eine theoretische in Bezug auf die die Butler-Argumentation des heterosexuellen Verweisungszusammenhangs, der in Bezug auf die Sexualität und die Geschlechteridentität reziprok ist, mag das Life irgendwie für die Sexualität stimmen, für die freie Wahl, also in Anführungszeichen, des Geschlechts mitnichten. Und aus Anführungszeichen praktischer Sicht, ich arbeite für die Deutsche AIDS-Stiftung, stelle ich immer wieder fest, das, was du jetzt auch schon angesprochen hast, auch innerhalb der Community ein relativ stellenweise enorme ja, Gegensätze, also fast schon diskriminierende, was verwundernd ist sozusagen. Und ich frage mich dann an der Stelle, wie das eben nun mal auch von mir aus mit einem heterosexuellen Zusammenhang, Verhaltenszusammenhang, Zusammenhang stehen könnte. Aber eigentlich die Frage, wie kommst du da drauf, dass das abgenommen hat? Zu der Frage nach Heteronormativität, also wie ich das begründe, dass Heteronormativität als Norm nicht mehr hegemonial ist. Also ich fasse jetzt nochmal so ein bisschen zusammen, was ich teilweise ja auch schon immer vielleicht etwas verstreut in meinem Vortrag untergebracht hatte. Das eine ist, dass ich denke, es gibt eine extreme gesellschaftliche Mobilisierung und auch Gegenwehr bis hin zu physischer Gewalt, um sozusagen die Auflösung der heterosexuellen Norm zu verhindern. Und das ist für mich eigentlich schon ein Hinweis, und das ist auch mit Gramsci sehr stark mit Gramsci gedacht, das ist ein Hinweis darauf, dass sozusagen die Selbstverständlichkeit brüchig geworden ist. Es wird nicht mehr einfach ständig in der Mehrheit der Bevölkerung vertreten, die Position, dass Heterosexuelle mehr wert sind als Nicht-Heterosexuelle, dass sie mehr Nicht-Heterosexuelle und so weiter. Da hat es in diesem sexuellen Liberalismus, den ich ja eher als auch eine neue Form von Herrschaft dargestellt habe, hat es nichtsdestotrotz auch in diesem Gefüge schon durchaus eine Prozesse gegeben, die zu einer breiteren Akzeptanz geführt haben von unterschiedlichen Lebensweisen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir nicht ignorieren sollten und sagen sollten, alles ist eigentlich so wie immer. Ja? Sondern genau an diese Ausweitung von Akzeptanz ist, glaube ich, auch wichtig, heute anzuknüpfen. Und das ist jetzt mal sozusagen politisch gewendet, diese Frage. Ja? Weil das sind wichtige, sozusagen, das Partnerin immer noch in der Gesellschaft. Also, wenn man so will, in Teilen des Liberalismus. Ganz gesehen aber ist es so, dass, also als ich Teenager war, gab es das noch nicht, sozusagen, dass mir alle Formen von Geschlecht und Sexualität zugänglich gewesen wären, etwa übers Internet, aber auch irgendwie über ausgeprägte Subkulturen, teilweise jetzt auch in ländlichen Kontexten, ja, und nicht nur sozusagen in ein paar wenigen Metropolen. Also da gibt es schon durchaus auch eine Ausweitung von nicht-heteronormativen Räumen. Das wäre ein anderes Motiv, was ich wichtig finde, oder eine andere Ebene davon, die ich halt wichtig fände. Und dann aber natürlich ganz klar auch die Frage der rechtlichen Überwindung sozusagen von Ungleichheit. Und das stimmt, da sind wir noch nicht sozusagen bei einer Gleichstellung, aber es ist doch unheimlich viel passiert in den letzten 30 Jahren, wenn man das nochmal so sozusagen dem Zeitraffer sich anschaut. Ne?